Ich jump einfach mal los, weil ich glaube, zu warten, dass jemand auftaucht, brauche ich nicht. Es ist der 21. Es ist 10:30 abends. Ich habe Spätschicht, deswegen ist kein Mensch da. Deswegen bin ich allein. Schwierigkeit leicht. Sieht aus wie eine Sonic Map. Bob Omb. Mario? Mario Map. Schon wieder eine Mario Map? Das andere war Mario Kart, ne? Höhenrücksetzung ist aktiv. Wir haben einen Jump Boost. Wir hatten einen Rockler. Ich hätte nach rechts gemusst, aber. Und. Ich bin noch nicht ganz da. Hängt gut an. Ich habe gerade erst den Stream gestartet oder so. Vielleicht tauchen gleich noch ein, zwei Leute auf im Stream. Aber wie gesagt, ich habe Spätschicht. Und dann ist das alles ein bisschen anders. Das ist eine Mario-Welt. Von irgendeinem Mario, was ich nicht gespielt habe, weil ich habe keine Marios gespielt. Außer das allererste und das zweite. Auf dem Gameboy damals. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin möchte. Da stand hierher und jetzt laufe ich blind durch die Welt. Da ist ein Checkpoint und wir haben keine getrackten Checkpoints. Das heißt, wir springen einfach hierher und hoffen aufs Beste. Ich glaube, wenn man ganz frech ist, kann man auch ins Ziel rennen. Ich weiß nicht, wo der Weihnachtsmann ist. Ich wollte gerade nur in den Mund gucken von dem Ding. Hallo Black Mysterion. Na du Nudel. Guten Abend. Was treibt dich zu so später Stunde in meinen Stream? Ach, da darf ich nicht rauf, okay. Na? Epa. Ich hab's nicht geschafft. Twitch-Benachrichtigung. Ah, okay. Ich dachte, du willst dich beschweren über Kev. So. Okay. Epa. Oh Mann, ich schaff den Sprung nicht. Warum sind die leichten Maps immer schwerer als die mittleren Maps bei Timonia? I don't get it. Jedes Mal habe ich dasselbe Problem mit den leichten Maps von Timonia. Okay. Oh. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Undertale. Da unten ist eine Höhle. Da unten könnte der Weihnachtsboy drin sein. Hier ist nämlich keine Höhenrücksetzung. Die kriegt man nämlich erst hier auf diesem Cube. Hier oben. Also da unten könnte der Weihnachtsboy sein. Da gucken wir gleich als erstes hin, wenn wir die Map durch haben. Wir sollten auch gleich durch sein. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Also es kann sein, dass ich nicht Silber habe. Wir haben die ganze Zeit Jump Boosts. Das irritiert mich. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war vom Map-Ersteller, aber wahrscheinlich schon, weil viele Sprünge schaffst du ohne Jump Boost gar nicht. Okay, da stößt man sich den Kopf. Das ist aber uncool. Okay. Auf die Röhre, Möhre. Okay. Oh, Speed Boost. Okay. Oh. Ach, verdammt. Oh, meine Tastatur steht auf meinem Mauskabel, deswegen konnte ich die Maus nicht drehen. Hallo Lukulas, hallo Like by Cookie, hallo Cyrilando Flor. Entschuldigung, ich habe gerade eine Sekunde nicht auf den Chat geachtet, da tauchen drei Leute auf. Ich war gerade so damit beschäftigt, nicht hier direkt runterzufallen. Nudeln. Auf die fliegende Insel. Über Elytra, was richtig Mario-mäßig ist, ja. Guten Flug. Danke. Dir auch. Das war gar nichts. Da hat meine Tastatur auf meiner Maus gestanden. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Njum. Was treibt dich so zu später Stunde hier noch Like bei Cookie? Gehst du ja normalerweise um 6 ins Bett? Alter. Okay. Oh. Rausgetappt. Ups. Schaffe ich wegen diesem Elytra-Schmu schon wieder nicht meine Silberzeit, ne? Jedes Mal. Lüther bricht mir immer das Bein, Genick, Nase und Ohr. Federmap. Okay. Ich glaube, das war nicht ganz richtig, dass ich da zwischengelandet bin. Ich glaube, da hätte ich weiter fliegen müssen. Aber vielleicht schafft man es auch, wenn man dazwischen landet. Ja, schafft man trotzdem noch. Hallo Nap. Bitte Link. Wir haben natürlich Silber nicht erreicht, weil ich den Elytra-Flug nicht geschafft habe und meine Tastatur auf meiner Maus gestanden hat. Das heißt, wir müssen die Map nochmal spielen. Yay, die war nicht so schön. Ich habe mich doof angestellt am Ende. Schade. So, also wie immer hat mir das Elytra-Ding das
Dings gebrochen, die Nase gebrochen und dass meine Tastatur auf meine Maus gestanden hat. Ich habe keine Ahnung, wo der Weihnachtsmann ist. Wir gucken mal eben, ob wir den finden. Ach, wir haben immer noch Elytra. Klar haben wir immer noch Elytra. Ah, da ist Mario. Rupert MC. Wow. Ist das der Bruder von Rupert XD? Wahrscheinlich. Schreibt, hier ist er. Wo ist denn hier? Ist die Frage. Ah, okay. Ich habe mir fast gedacht, dass man ultra viel skippen kann. In der Burg. Was denn für eine Burg? Es gab eine Burg. Ach, das ist eine, nee, es ist eine, das ist ein Berg. Was denn für eine Burg? Was ist hier eine Burg? Was für eine Burg redet? Drei Like bei Cookie. Ich habe keine Ahnung. Es gab eine Burg. Gute Nacht, Zellernflor. Eine kleine am Rand der Map. Okay. Also mir ist aufgefallen, dass man sehr viel skippen könnte, wenn man wollte. Das irritiert mich stark. Das mag ich immer nicht. Ich werde auch gleich mal testen, wie viel man skippen kann und dann auch erst bewerten. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Burg, der Ballwind. Turm. Rand der Map, ein Turm? Was ist denn für Turm? Wo reden die? Na, das Ding. Der Wachturm hier. Okay. Es wurden halt bewusste Portale gesetzt, die halt, es gab Portale? Ich habe nur gesehen, dass man Checkpoints, also dass man keine getrackten Checkpoints zwischendurch mehr hatte. Neben dem Spawn? What? Wo? Ja, die Burg habe ich gefunden. Wo gibt es denn Portale neben dem Spawn? Achso, du meinst die Burg neben dem Spawn. Also, was denn für Portale? Ich habe nur die... Oh, gute Nacht, Black Mysterion. Gute Nacht. Was denn für Portale? Also ich habe gesehen, dass man oft keine getrackten Checkpoints hatte. Das habe ich gesehen. Aber Portale sehe ich keine. Check Trackpoints, so. Wir setzen uns mal zurück und dann mache ich einen Speedrun und dann holen wir uns den Weihnachtsboy und dann sehen wir uns im Video gleich am Ende wieder. Ja, ja. Wir gehen erst da hoch und holen uns den Weihnachtsboy. Okay. Habe ich nicht mal gesehen. Werde ich jetzt sehen, ne? Hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, jetzt den Weihnachtsboy zu holen, aber ich habe mich bei ein paar Sachen ein bisschen doof angestellt, die ich jetzt einfach schneller schaffe und dann hat sich das schon. Oh, sagt er und schafft den Part, den er vorhin für First World hat, nicht. Ups. Warum muss ich mich überhaupt da rumspringen? So, wir haben keinen getrackten Checkpoint mehr. Könnte ich jetzt nicht? Oh ne, wir haben Höhenrücksetzung. Alles gut. Das meine ich halt. Kann ich nicht so ultra viel skippen? 1:10 trotzdem nur, okay. Ich hätte vielleicht noch weiter hoch gemusst am Berg. Alter, dieser komische Eckensprung hier vorne, ne? Die Map ist so ein bisschen nicht meins.
Ich hab keine Ahnung, was für ein... Alter, ich schaffe den Sprung nicht. Ich verliere gerade so viel Zeit, einfach weil ich diesen einfachen um die Ecke Sprung nicht schaffe. Okay. Meine Güte. Ich hätte hier wieder skippen können. Weil es wieder keine Höhenrücksetzung gab. Keine gecheckten Trackpoints gab. Ich bin gerade nicht gut mehr. Meine Güte. Es liegt vielleicht auch an der Uhrzeit. So, wir haben jetzt Speed und keinen getrackten Checkpoint mehr. Oh. Nein! Och Mann, ich mag die Map echt nicht. Fühlt sich so unsauber an, dieser Speed-Part. Einfach weil man um Ecken, um Kurven laufen muss. Und nicht eine angenehme Strecke abrennen darf. Speedpart mit um die Kurve ist halt echt doof. Okay. Okay. Ja. Ärgerlich. Wohin führen die Portale? Einfach nur ein Skip von ein paar Metern oder richtig weit? Okay, das war einfacher. Wir haben Silber. Die Map war nicht cool. Ich habe die Portale nicht gesehen, die Leitbarkugel meinte, aber ich habe mich auch nicht groß umgeguckt. Beim Speedpart wurde mir gesagt. Ich habe ein bisschen was geskippt. Weiß nicht, ob man das im Video gesehen hat. Aber ich habe ein bisschen was geskippt, als ich keinen getrackten Checkpoint hatte. Ist ein bisschen unnötig. Hier ist der Speedpart. Irgendwo links in der Wand, sagt Leitbarkugel. Da. Wohin führt das? Ein Stückchen weiter hoch. Okay. Warum auch immer die das gemacht haben. Aber hey, wir bewerten die Map mal. Die Optik ist eine kleine Mario-Map. Ist okay. Ich hätte ihn gut gegeben normal und ja, ist nicht winterlich, weihnachtlich. Jetzt so langsam darf es auch gerne mal weihnachtlich werden, ne? Die Sprünge waren okay, die Kreativität war okay. Es war eine okay Map. Mehr war es nicht. Schade. Dann sehen wir uns morgen wieder. Türchen. 22. Ich frage mich, wofür das hier ist. Einfach Münzen. Na gut.